Willkommen zu einem weiteren Unboxing auf der Satox. Diesmal mit School Life bzw. Gakugurashi Volume 2 habe ich mir beim Kase-Stand auf der Konichi geholt. Wenn ich es aufkriegen würde, geht es auch gleich weiter. Das erste Volume, was ich bereits geunboxed habe, findet ihr in der Videobeschreibung einen Link dazu. Und zu dem guten Stück hier geht es gleich weiter. Zack, weg ist es. Das FSK-Logo ist auch gleich mit ab. Und hier wartet uns wieder eine schicke O-Card. Und so geht das Ganze dann weiter mit der Hausaufgabe Überleben. Auch diesmal verrate ich zu der Serie nichts, weil, ja, schaut sie euch einfach an. Episoden 5 bis 18 drauf. Na, die technischen Daten sind Sprachen Deutsch und Japanisch, Untertitel Deutsch, der Ton ist in 2.0. Das Format ist in Full HD 16 zu 9. Die Laufzeit beträgt 100 Minuten. Als Extras sind dabei ein Booklet, was physisch vorhanden ist, und das Clean Ending Goodbye Kay and Goodbye Megumi. Okay, gut, das kann jetzt vielleicht schon ein kleines bisschen spoilern. Ich verrate jetzt nichts weiter dazu. Gut, dann haben wir hier die Disc, die aufgeklappt, beziehungsweise die Blu-ray-Hülle, die aufgeklappt so aussieht. Dann drin haben wir einmal eine schicke Disc, die nicht einfach nur das Cover nochmal beherbergt, sondern eine ganz neue Grafik. Hier haben wir nochmal das Cover ohne FSK-Flatschen. Dann bleibt zu guter Letzt nur noch das Booklet. Schauen wir es uns an. Alles wieder also als Notizheft gehalten. Und als erstes haben wir einen Episodenguide. Dann die Charaktere werden weiter vorgestellt, beziehungsweise gezeigt. Ein bisschen Skizzen. Und dann sind wir auch schon durch. Hier haben wir noch den Cast. Das sind die Sprecher. Das sind aber nur die japanischen Leute drauf geschrieben. Gut, dann ich packe euch dazu mal Verkaufslink zu Amazon in die Videobeschreibung und zu dem vorangegangenen Unboxing. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ciao, bis zum nächsten Mal.